viel dazu. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja, komm. Frank hat er schon geantwortet? Nee, der schläft. Sind wir falsch abgebogen? Nee. Der triggert Twitch wahrscheinlich eh durch. Bestimmt. Bestimmt, ja. ich glaube, ich habe es gesehen. Irgendwas? Ah, hier. Da hat jemand noch was verloren, ne, Gesepto? Dann geht's auch hier gleich weiter. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich hab eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Gute Laune. Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, mit oder ohne ihn. Gehen wir weiter. Oh. Ja, die Capture Card, ne? Machen wir da dieses Jahr, steht das auch noch auf der Liste. Das steht dieses Jahr auch noch auf der Liste, Chat. Dass wir die noch austauschen. Hast du nicht eine echt gute? Ja, habe ich. Aber ich habe so viele HDMI-Geräte angespielt an meinem Computer dran, dass ich meine alten Capture-Karten, die via USB laufen, auch noch benutzen muss. Ich habe nur drei HDMI-Eingänge. Das ist die Kamera, hier oben die Kamera und mein Game. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich... ich glaube, ich müsste dann... Ich weiß nicht, ob ich drei Capture-Karten auf dem Board betreiben kann. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das muss ich mal in Erfahrung bringen. Hier ist noch einer. Nee, die spackt generell rum. Capture-Karte. Das ist auch nur ein Billigprodukt. Also es ist nicht die ich sonst alle drin habe. Wie gesagt, ich werde das auch, denke ich mal, dieses Jahr noch erledigen und dann noch eine Vierer reinböllern. Gerade jetzt mit dem Racing Rig da nachher. Ich habe mir da schon ein paar Sachen überlegt, wegen Kameras und so. Und da brauche ich eh mehr HDMI-Eingänge. Wow, was ist das? Du siehst, es ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser-was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Hey, ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Wahrscheinlich hier oben rum. Yeah.
etwa die Hälfte. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Okay. Ah, nice. Schön wieder in Supply Room. Geilo. Grom, moin, ich grüße dich. Ich glaube, wir gehen noch schwimmen, wa? Wie geht's hier? Zeige ich. Ja, hier ist ja keine Strömung. Hier muss doch irgendwo was sein. Benutzen können. Also hier kommen wir nicht hoch. Gehe mal davon aus, dass hier irgendwo so ein Dings ist. Wie sagt man? So Bratsky. Oh, wie moin. Tajente, moin. Ich hab schon gesehen. Ich war blind. Was ja, das wird wahrscheinlich hier drin sein, wa? Ich muss erstmal Luft holen. Ah, hier vorne ist es. Das denn jetzt raus da? Ja, muss ich noch mal nach oben? Sonst ist gleich Feierabend. Ellie macht schon mal das Messer bereuen. Sagte. Ah ja. Ist auf jeden Fall gut, dass man. Okay, Ellie, du musst jetzt. Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Ellie!
Ja, habe ich mir auch gerade gedacht, Jürgen. Die macht schon mal das Messer fertig. Nee, Ellie kann nicht schwimmen. Na los, dreh das Ding. Hauptsache, die 14-Jährige muss das Ding drehen. Ah, ja. Hauptsache, sie macht das einfacher als wir. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. Teamwork. High five. Yeah. 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 Noch mehr schöne Dinge? Oh nein. Das ist zu klein für ein Grab. Ich habe vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ellie. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkommen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt. Schon gut. Tut mir leid. Gehen wir zu Tommy. Gehen wir zu Tommy. Ich gehe erstmal kurz hier hoch. Keine Ahnung, was da ist. Ich weiß, habe ich auch. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut. Wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. gehen wir rein? Ja, außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Gibt's hier was? Ah ja. Dinge. Nicht die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt! Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Joel! Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Was ist denn jetzt hier unser Plan, Joel?
Ah, wir gehen erstmal. Ja, du bist hier richtig, Paxnick. Oh, Mann. Ich hab hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Oh? Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Ob die da Müll trennen? Bestimmt. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Sie bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel. Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das okay. Ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Das wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Das sechste Mal schon, Chad, versuchen sie es. Das sechste Mal. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Oh, oh. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Dann mal los. Sehen wir nach den Leuten. Hey, Storchi, moin. Wie mir halt gerade mitten im Moinsen aufgefallen ist, dass ich schon Hallo gesagt habe und das Moinsen abbrechen wollte, ist aber schon zur Hälfte raus. Moinen. Moinen. Tommy, halt, stopp. Es wird gelootet. Hier sind noch Pellen. Alkohol. Bevor der kleine Phönix wieder fragt, was wir noch machen müssen. Nee, wir haben noch nicht genug Pillen. Oh, Meister, Messer wollen wir auf jeden Fall. So, jetzt habe ich die Pillen ausgegeben. Jetzt kannst du nicht mehr fragen, Phönix. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Ja, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun. Und das Kraftwerk wieder laufen. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, hm? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Ja, vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Nope, wir haben nicht mehr genug Pillen. Na, Kleiner? Das ist Doki. Ich bin gerade ein Nachhinein. Ja, Barbara und... Aber ein Ziel.
Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Doch, doch. Eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Entschuldigung, Jungs, aber ich muss kurz gucken, ob hier was ist. Ja? Okay. Oh? Hm. Machen wir mal das Gewehr, oder? Das sieht gut aus. Ja, es sieht sehr gut aus, Joel. Vorsicht! Ey, das ist aber auch... Das ist aber auch echt ein Jackpot, glaube ich, wenn du... wenn du direkt an einem Staudamm dich niederlässt, oder? Also es wäre gar nicht so unklug, sich in der Apokalypse an einem Staudamm niederzulassen, wo halt Strom erzeugt wird. Weil das ist halt unlimited Strom. Natürlich musst du darauf achten, dass es reicht, aber ich glaube, für so eine ganz kleine Kolonie wird wohl der Strom reichen. Frischwasser und Strom, richtig. Und das mal, also oftmals ist auch der Boden relativ nährstoffhaltig am Wasser, glaube ich, oder? Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Bist du fertig? Fertig? Mach schon, drück drauf. Es geht los. Schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Akomio, mir geht's super. Wie geht's dir? Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt.
Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Tommy! Was war das? Oh oh. Das ist ein Angriff. Du weißt doch noch, wie man Leute umlegt, oder? Das ist der Nachteil an so einem Ding. Das ist der Nachteil! Mist! Räuber! Haltet sie auf! Lass sie nicht ins Gebäude! Dafür wirst du bezahlen! Oh, Headshot! Wie lange läuft das Game heute schon? 10 Minuten, Viertelstunde. So lange noch nicht. Feuerfly-Anhänger. Okay, okay. Oh, 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 oh. Hier ist noch Munition. Hier kann ich, glaube ich, nichts machen, oder? Ne. Ohne Lava. Shit. Wer denn? Wo denn? Was denn? Nee, wir haben noch eine Stunde gelabert, Freaky. Nee. Das Game ist noch nicht so lange an. Wir sind auch eben gerade erst rübergegangen zu Alternate. Oh oh. Aua. Oh, lauf. Joe, lauf. Okay, von hinten. Hier drüben, Joe. Okay, super. Könnt ihr etwas sehen? Los, schnell zur Brücke. Das lief jetzt ein bisschen suboptimal, aber... Albert, Sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch. Bleibt gut. Bitte hier, Herr, was ist denn? Okay. Wir müssen uns erst heilen. Moment, Jungs, wir kommen gleich. Ja, wir sind auf Alternate, ja. Ricky. Also so lange sind wir noch nicht dabei. Wir sind genug. Oh. Habe ich eigentlich ein Zielfernrohr? Also, kann ich das benutzen? Irgendwie? Auf X? Cool. Das ändert ja nichts am Zug. What? Wow, das war noch dicker auf dem Kopf. Das ist Teil 1. Oh, oh, was ist das denn? Hey. Headshot. He dead? Jetzt ist er dead. Oh shit, wie viel sind da? Ey! Wow! Okay, let's go, boys. Wir gehen rein. Okay, nix. Shit, nice. Aua! Oh, Leute! Ach so, hey, Tommy, sorry!
Excuse me? Nur einer hinter. Come on. Come on. Scheiße. Das war jetzt aber mal das ganz andere knapp. Kessel Heinz, moin. Boah. Können wir Medizin machen gerade. Joel! Jetzt mach schon! Hier schon alles rausgefallen? Ich hab halt kein Leben. Ich kann nicht, kein Hit mehr ab, glaube ich. Sag mal! Haben wir es denn oder was? Auch halt was zum Heilen, ne? Munition ist ja ganz nett, aber... Okay, die Kleine ist hier. Das war verdammt knapp. Das war doch nicht knapp. Bist Hallo? Du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann. Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler.
Michaela und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Theoretisch ab heute, Bravo. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Chigri, das bin ich. Ich verstehe nichts. Ich spiele The Last of Us. Joel! Bin heute nur bei Alternate. Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm her.